Startschuss zum Kinofest ist gefallen. Die Eröffnungsgala ist in vollem Gange. Erwartet werden natürlich große Filme, großes Kino und große Gäste. Wir gucken jetzt mal, wie hier die Stimmung so ist. Palermo Shooting wurde ja schon in Cannes präsentiert. Die Erwartungshaltung ist also groß. Was erwarten Sie denn von Palermo Shooting? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kenne Palermo Shooting überhaupt nicht. Weiß überhaupt nicht, worum es geht. Freue mich auf Campino insofern. Und wenn Maike Biedermann ihn mit Katrin Bessert ausgesucht hat, muss es ein guter Film sein. Ich lasse mich überraschen, bin ganz gespannt. Ich habe möglichst wenig darüber gelesen, um alles genießen zu können. Spannende Unterhaltung, gute Darsteller. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Wim Wenders-Filme sind natürlich besonders anspruchsvoll. Man wird sich wahrscheinlich nicht so zurücklehnen können, sondern muss sehr intensiv aufpassen, sich sehr intensiv mit diesem Film beschäftigen. Aber vielleicht ist es gerade deswegen besonders anregend. Ich frage mich ja, sind hier mehr Wim Wenders-Fans oder doch mehr Toten Hosen-Fans? Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Tote Hosen. Oh, beides. Campino und Wim Wenders. Campino-Fan. Also jetzt auch kein richtiger Fan, aber er ist ungefähr mein Alter und ich mag ihn eigentlich. Ja. Beides. Also Toten Hosen höre ich mir total gerne an. Ja, Campino bin ich gespannt, ob er wirklich kommt. Vielleicht ist er schon da, keine Ahnung. Worauf hoffen Sie? Auf ein Autogramm von Campino. Aufs T-Shirt? Ja, das wäre schon richtig schön, ja, deswegen habe ich es an. Ich denke, wenn Sie alle da rübergehen, wir springen das Ding da vor der Tür. Passiert. Campino stiehlt Ihnen ja bei einem jungen Publikum so ein bisschen die Show. Ist das super. Eher... Gott sei Dank, endlich mal einer, der mir was abnimmt. Was ist das denn für Sie? Ihr Film ist jetzt in Cannes gelaufen. Jetzt sind Sie von Cannes nach Lünen gekommen. Auf direkten Wege. Was macht so den Charme eines kleinen Kinofestes dann aus? Die Familienatmosphäre und dass da so einer wie der Mike ist. Und mit dem verbinde mich eine lange Geschichte. Was ist jetzt das Besondere, hier in Lünen auf so einem kleinen Festival zu sein? Also am schönsten ist der Strand von Lünen. Ja, ich war total begeistert. Das hat so diesen Geist von New York und Sydney. Das kriegt man nirgendwo anders in Europa. Wenn man nicht in Düsseldorf lebt, dann gibt es nur noch diese beiden Pole. Und was bedeutet die Filmmusik für dich in dem Film Palermo? Ist das ja ganz zentral? Die ist nun ohne Witz wirklich cool. Ja, der Soundtrack zu Palermo Shooting, der kann auch ohne den Film für sich stehen und ist tolle Musik einfach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Eröffnung des 19. Kinofestes Lünen. Hey. Der Film läuft, der Auftakt hat auf jeden Fall geklappt und jetzt bin ich mal gespannt, was uns noch so die nächsten 3 Tage erwartet.